So, seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eglordum, zum spätesten Let's Play diesen Jahres. Ich will es doch stark hoffen. Zwar am 31.12., also ich nehme es, um genau zu sein, am Silvesterabend um knapp 23.10 Uhr auf. Es ist gerade 23.10 Uhr. Ja, es ist vermutlich so gegen den zweiten, so zweite, dritte Januar sehen. Ich weiß es noch nicht, ihr wisst es bereits. Ja, ich hoffe noch stark, dass ich so spät im nächsten Jahr keine Videos mehr aufnehmen werde. Das soll die Aufnahme bleiben. Willkommen! Mal sehen, wie lange dieser Part wird. Eigentlich hatte ich vor, einen Special Part zu machen und daraus eine Stunde zu machen, aber es ist 23.14 Uhr und eine Stunde kriegen wir nicht mehr hin. Also, das neue Jahr will ich ja auch noch erleben. Also, los geht's einfach mit dem Dialog. Ich bin der Botschafter des Battle Royale, der glorreichsten Pokémon-Kampfes überhaupt. Man nennt mich Mask Royale. Wie bitte? Hörst du mir denn nicht zu? Ich sagte, man nennt mich Mask Royale. Ich bringe Trainern den Battle Royale bei im Stil des Pokémon-Kampfes, der seit Generationen in Alola überliefert wird. Beim Battle Royale treten vier Trainer mit jeweils drei Pokémon gegeneinander an. Sobald einer der Trainer kein kampffähiges Pokémon, mehr hat, ist der Kampf beendet. Von den verbleibenden Trainern wird derjenige zum Sieger gekürt, der die meisten Pokémon besiegt hat und der die meisten kampffähigen Pokémon übrig hat. Machen wir doch einfach mal eine kleine Proberunde mit nur einem Pokémon. Wow, Mask Royale. Ich will auch mitmachen, bitte. Okay, alles klar. Du bist dabei. Du da, du machst auch mit. Und mit mir sind wir zu viert. Nicht jetzt. Es dann. Also das ist Mask Royale. Also dann, bei dem Battle Royale warten tolle Entdeckungen, fantastische Erfahrungen und ein großes Abenteuer auf dich. Der Battle Royale geht los, auf geht's, auf die Plätze, fertig, Kampf! Ich kämpfe gegen Gladio. Wunderschön. Endlich erleben wir den Battle Royale. Das Stadion ist bis auf den letzten Platz gefüllt und die Stimmung kocht fast über. Ja, das, was uns im letzten Part so etliche Male empfohlen wurde. Kontrahenten in der grünen Ecke. Lea mit Zwergfürst. Ja klar, habe ich Lea. Ist ja wohl ein Witz. Gladio. Na toll, ja, ich habe ja die besten Karten mit meinem Mauzi. Na, wunderschön. So, Lea, die dritte in der grünen Ecke, setzt bis ein auf, na, Wuffels, nee, würde man sagen auf Tadi. Ja, Rumbus, da habe ich schon eine Ahnung. Ein Volltreffer.
Decke. Oh, der arme Arebozola wieder gesprochen wird. Arboretus. Na gut. Und deshalb habe ich den nicht als Starter-Pokémon genommen. Nun, weil ich keine Ahnung habe, wie der ausgebaut wird. Gut. 0. Besiegt mich gleich. Ja, ich wurde besiegt. Ich wusste doch, ich habe die besten Chancen mit meinem Mauzi. Ja. Rasierblatt. Jetzt hoffe ich noch auf Tali, dass er gewinnt. Ich möchte Team Skull nicht gewinnen sehen. Das wäre ein bisschen peinlich. In dem Kampf. Okay, ich sehe es gar nicht mehr. Ich sehe es gar nicht mehr. Ich werde ausgemustert. Na, wie hat es dir gefallen? Beim Battle Royale kann man so viel Spaß haben. Und das Beste, dass man auch gegen starke Gegner eine Chance hat. Toll, oder? Das war ein heißer Kampf. Als nächstes wirst du bei meiner Prüfung ins Schwitzen kommen. Mal ein bisschen Off-Talk, mal ein bisschen Real-Talk. Vielleicht hört ihr es, ich weiß nicht, wie es meine Kamera aufnimmt, aber vielleicht hört ihr schon die ersten Silvesterknaller ab und zu. Ich hoffe, euch stört das nicht so sehr. Ich bin Kiav, der Feuer-Captain. Ich warte am höchsten Punkt des Vela-Vulkanparks auf dich. Dorthin gelangst du über Route 7. Wenn du deine Inselwanderschaft abschließen möchtest, bring deine stärksten Gefährten mit dir. Zwergwurst Tali, wie läuft es mit euren Prüfungen? Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei, gemeinsam mit euren Pokémon zu trainieren. Wow, Mask Royal, woher weißt du denn, dass wir die Prüfungen machen? Ach so, du musst unsere Inselwanderschaftsabzeichen gesehen haben. Mir machen meine Pokémon-Kämpfe total Spaß. Warum machst du beim Battle Royale mit? Damit ich eins nicht vergesse, das Null und ich nur einander haben. Das klingt hart. Das Leben macht auf jeden Fall mehr Spaß, wenn man sich mit allen gut versteht. Dann gelingt einem großartige Sachen. Ich kann zwar nicht genau sagen, warum, aber mir hat es total viel Spaß gemacht. Meine Pokémon sahen auch voll glücklich aus. Jo, ich würde mal sagen, versuchen wir noch eine Runde. Zeit haben wir. Und wo kann ich nochmal Battle Royale machen? Willkommen! Möchtest du deine Gewinnpunkte gegen Preise eintauschen? Welche Gewinnpunkte? Ich habe erst einmal verloren. Willkommen! Möchtest du deine Gewinnpunkte? Nein! Ich habe doch keine. Dazu müsste ich erst welche haben. Willkommen beim Battle Royale. Möchtest du an einem Battle Royale teilnehmen? Ja. Und bitte einmal teilnehmen. In welchem Rang möchtest du antreten? Unser Team besteht aus John, Lea die Dritte und Max. Los geht's. Vierer Kampf. Im Battle Royale. Wir befinden uns im Dome Royale. Das Stadion ist bis auf den letzten Platz gefüllt und die Stimmung kocht fast über. In der grünen Ecke Zwergfluss mit John. In der grünen Ecke mit Rotom. Oha, was ist das für ein Rotom? Miriam mit irgendeinem mit B. Und Hausmeister mit Pelipper. Okay. Schaffen wir. Battle Royale beginnt. Diesmal habe ich vielleicht bessere Chancen. Hoffe ich zumindest. John. Los geht's.
Ich gebe mein Bestes. Feuerzahn auf Vigeli. Zack. Heute geht's ins Battle Royale. Steinkante. Okay, ist doch kein Pflanzen-Pokémon. Entschuldigung, ich hab mich wohl gehört. Sah wie eine Pflanze aus. Und John wurde besiegt. Los, Max. Ich dachte, ich hätte eine Chance. Nee, das ist nicht Max. Das ist Max. So. Ich würde mal sagen, Plage auf Vieni. Vielleicht bringt es jetzt mal irgendwas. Und Donner sitzt er auf den ein. Das ist klug. Ein Pergator wurde besiegt. Ist ein bisschen durcheinander und ein bisschen verwirrend, diese Kampfart. Mein zweites Pokémon wurde besiegt. Na gut, habe ich mich wohl geirrt, was meine Chancen bezüglich angeht. Tintoxer! Los, Mozi, du kannst es schaffen. Ja, ich glaube nicht wirklich daran, aber du kannst es schaffen. Los auf Tintoxer. Ich habe hier gerade irgendwie relativ wenig Überblick. Ich weiß gerade nicht, was hier gerade abgeht. Vier Pokémon sind dann mir doch zumindest einer zu viel. Zumindest ein Gegner zu viel. Ja, und damit habe ich verloren. Gewonnen hat Miriam. Ja, so viel zu meinen Chancen. Das, meine Damen und Herren, war der Battle Royale. Danke für deine Teilnahme. Hier hast du deine Gewinnpunkte. Du hast einen Gewinnpunkt. Ich habe aber nicht gewonnen. Aber was gibt's denn hier zu kaufen? Die Gewinnpunkte. Ja, ich versuch's mal. Ein Gewinnpunkt. Hier braucht man alle 16 Gewinnpunkte. Also keine Chance. Nein. Joa. So viel zum Battle Royale hier. Hier kann man nicht durch, ist ein Fenster. Joa. Halt ganz hübsch hier. Mal mit den Leuten sprechen. Wirst du beim Battle Royale von allen angegriffen, bist du wohl der stärkste Trainer. Aber eine defensive Strategie führt bei dieser Kampfart auch nicht immer zum Ziel. Ja. Was mit dir? Ich schlage vor, wir konzentrieren unseren Angriff auf ein angeschlagenes Pokémon und greifen so lange an, bis es besiegt ist. Machen! Seit kurzem gibt es da diesen Trainer, der beim Battle Royale ununterbrochen gewinnt. Ich glaube, sein Name ist Gladio. Den kenne ich, allerdings. Nanu, dein Mauzi. Es muss sich noch mehr anstrengen. Ja, das muss allerdings. Omi, kauf mir eine Maske von Masque Royale. Der Reiz des Battle Royale besteht darin, dass man nie weiß, wer auf wessen Seite ist. Und was mit dir? Willkommen im Battle Royale. Hier gilt nur ein Gesetz, das Gesetz des Stärkeren. Ja, das durfte ich schon erfahren. Was mit dir? Auf Wrestler oder Popstars, ihr Kostüme wohl nur ändern, um mehr Fanartikel zu verkaufen. Ja, das mag wohl stimmen. Kauf mein Merch. So sieht er aus. Hier seht ihr ihn. Ein beiges Hemd, eine Mütze und kurze Hosen. So, das war der Battle Royale. So viel dazu. Ich würde mal sagen, ich hoffe, der Part war nicht viel zu kurz. Ja, ist heute aus Zeitgründen ein bisschen weniger. Ich kann hier noch mal kurz in die Lane reingucken. Willkommen im Schnäppchen-Paradies. Hier explodieren die Rabatte.
Ja, mit diesen Coupons bekommst du sagenhafte Rabatte auf jede Ladenpreise. Du schnappst dir überglücklich diese Comshop-Coupons. Ah, sprechen kann ich auch um diese Uhrzeit nicht mehr. Bitte zeig die Coupons dem Personal an der Kasse, wenn du dir etwas kaufst. Wir haben keine Mühen und Kosten gescheut, um dir diese einzigartige Sparangebote zu ermöglichen. Also solltest du dir keine Mühe scheuen, um unseren Namen mit Geld zu unterstützen. Ja, dann guck's mal, was es hier so gibt. Guffa-Kuschelkissen. Mega Sonderpreis 4000. Sammelobjekt. Mega. Ja, wo kann ich es kaufen? Den Kugelschreiber hätte ich gern. Für 899 Poké-Dollar. So ein billiger Kugelschreiber. Wo kann man es kaufen? Kann ich mir hier nur die Ware angucken oder kann ich auch was kaufen? Tütennudeln. Sind aber ziemlich teuer, die Sachen. Ein Traumato. Ne, ein Hypno. Hypno. Da steht etwas auf der Brust des Pokémons. Ich bin ein armes Hypno, hab Mitleid mit mir. Das unheimliche Hypno starrt dich unentwegt an. Ich ignoriere ihn. Ich gebe dem Hypno doch kein Geld. Was soll ich denn hier mit Geld? Was soll ich dem Pokémon denn Geld geben einfach? Ich habe viele Geschwister und auch Pokémon. Da ist dieser Laden ein wahrer Lebensretter. Joa, alles schön und gut, aber ich würde hier gerne was kaufen. Mal hereinspaziert, willkommen im Schnäppchenparadies. Du siehst zwar aus wie ein talentierter Trainer, aber du hast noch einen weiten Weg vor dir. Wenn du als stärkster Trainer von Alola wieder zu mir kommst, habe ich eine neue Aufgabe für dich. Kaufen kann ich hier nichts? Billiger geht es nicht. Hier ist jedes Angebot ein Schnäppchen. Was darf es denn sein? Ah, hier kann ich was kaufen. Pokéball, Superball, Heilball, Nestball, Timerball. Okay. Also wie ein Pokémon-Markt. Ich kaufe mal ein paar Superbälle. Was auch immer die Coupons bedeuten haben. Du kannst deinen Coupon beliebig oft verwenden. Wir freuen uns schon auf den Einkauf. Ich habe es noch nicht kapiert. Kann mir mal das jemand in den Kommentaren erklären? Verstehe es noch nicht. Verkauft der vielleicht irgendwas Wichtiges? Nein. Ja gut, ich bin raus. Puh. Erklärt mir das jemand in die Kommentare, wenn er das weiß. Ist das dasselbe hier, Schnäppchenparadies? Bestimmt. Das hat man mir schon mal erklärt. Nochmal ein paar Coupons für Rabatte. Ja, Text kennen wir schon. Ach komm, ist mir egal. Habe ich halt ein paar Coupons. Schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr es wisst, was man damit anfangen soll. Ja, da geht es scheinbar weiter zur Inselprüfung. Wie es aussieht, sieht es ziemlich vulkanisch dann aus. Ja, die Stadt scheint hier auch relativ zu Ende zu sein. Hier ist wieder dieser Kreislauf hier. Hier ist wieder dieser Kreisverkehr hier für Fußgänger. Das Pokémon Center. Ja, dann würde ich mal sagen, mache ich mich auf den Weg zur Inselherausforderung. Und dort Richtung Route. Dort geht es aber erst im nächsten Part los. Ich hoffe, euch hat's. Ja, euch hat's klar. Ich hoffe, euch hat's insofern gefallen. Zeigt es mir mit einem Däumchen nach oben, was ist mit ihr los? Wenn deine Pokémon von Statusproblemen getroffen sind, nervt das echt gewaltig. Die sieht ein bisschen aus wie eine Ente. Sehe nur ich das? Oder hocht die so schlimm? Egal, Däumchen nach oben sollte es gefallen haben. Oh, ein Botogel. Togel! Ja. Abo dalassen, falls ihr neu seid auf meiner Kanalseite und ja keinen weiteren Part verpassen wollt.
Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Gehabt euch wohl. Teilt dieses Video auf allen sozialen Netzwerken und zeigt es eurer Schwester, zeigt es eurem Onkel, zeigt es eurer Oma, zeigt es eurem Opa, zeigt es eurem besten Freund. Ja, und habt noch einen angenehmen Tag, einen angenehmen Abend oder einen angenehmen Morgen, was auch immer gerade Sache ist. Haut's rein.